Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lass mal probieren. Ich bin der Gino und bevor es losgeht, noch ein Wort zu den Produkten, die ich hier heute zeige. Alle Produkte habe ich selber eingekauft, selber dafür bezahlt und ich gebe hier nur meine eigene Meinung wieder. So, jetzt kann es losgehen und was steht an demnächst, nämlich der Super Bowl. Und auch in Deutschland erfreut sich dieser Sport, also American Football, immer größerer Beliebtheit. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehst du mal ein paar Sachen einkaufen, die bei so einer Super Bowl Party oder bei so einem, ja, so einem Super Bowl Watching, wie auch immer man das nennen will, was da nicht fehlen darf. Oder vielleicht, was man auch als Anregung nehmen könnte, sich dann zu besorgen, wenn man ein paar Leute da hat oder wenn man auch alleine chillt und sich das anguckt. Ja, und da habe ich immer so ein paar Sachen zusammengetragen. Ich denke mal, bei einem Footballspiel gehört ein amerikanisches Bier dazu. Ne? Und da habe ich hier natürlich Miller am Start. Da habe ich auch schon mal ein bisschen genascht hier, als ich den Kram hier aufgebaut habe. Was heißt aufgebaut? Ne? Hingestellt. Der Jute Miller. In den USA natürlich eines der beliebtesten Biere überhaupt. Das ist jetzt hier eine Version in der Dose. 0,5 Liter. Musste ich feststellen, dass das unter Lizenz gebraut wird, allerdings in Ungarn. Und ich war mir relativ sicher, dass in dem Miller Mais drin ist. Denn ich kann mich erinnern, dass ich die kleinen Flaschen gerne mal am Kiosk gekauft habe. Und hier lese ich zumindest nichts davon. Ich weiß allerdings auch nicht genau, was Maltosesirup ist. Oder isomerisierter Hopfenextrakt. Naja gut, Hopfenextrakt. Aber egal, es schmeckt, soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall nach Miller. Sehr mild. Ich wollte eigentlich schon fast sagen, man schmeckt den Mais. Ja, ist keiner drin anscheinend. Aber es schmeckt trotzdem leicht und erfrischend, muss man sagen. Mit 4,7% ist das allerdings schon eines der stärkeren Biere, die man hier so finden kann. Im Amerika-Segment, zumindest bei den klassischen Bieren. Da habe ich nämlich hier noch als zweites ein Milwaukee's Best Premium. Die Leute im Elite-Supermarkt waren so schlau, immer diese Etiketten hier so schön darüber zu kleben, dass man das nicht richtig lesen kann. Milwaukee's Best Premium. Überraschenderweise, auch ein Miller-Bier. Ist auch ein Bier aus der Miller Brewery. Und er hat 4,3%, also das ist schon wesentlich leichter, wird bei uns auch als Schankbier deklariert. Die Zutaten sind nämlich Wasser, Gerste und Hefe. Ja, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer als mit Miller hier. Ne? Also hier sind ja mal wirklich ganz andere Zutaten drin, außer Wasser natürlich, aber Gerste und Hefe. Naja, schauen wir mal. Komplett anderer Geschmack. Komplett anderer Geschmack, muss man wirklich sagen. Schmeckt, wie soll ich sagen, härter, kräftiger. Also Hefe schmeckt man. Es erinnert ganz entfernt an ein Weißbier, an ein Hefeweißbier. Ganz entfernt, so im Abgang, ist dieser typische Weißbier-Hefe-Geschmack. Und es schmeckt auf den ersten ein bisschen, wie soll ich sagen, also das hier ist so ganz mild die ganze Zeit und hier trinkt man den ersten Schluck und dann ist da so ein etwas schon fast, ich will nicht sagen penetranter Geschmack, aber so ein Geschmack, der sich in den Vordergrund drängt, dann aber auch wieder schnell verschwunden ist. Also ist auch erfrischend, ist auch ganz gut, muss ich sagen, also wenn man diese Art von Bieren mag, aber ist doch... Das hier ist einfacher, also es ist wesentlich relaxter zu trinken. Hier ist man doch so ein bisschen so gefordert. Das ist schon, glaube ich, eher was für den fortgeschrittenen Trinker, würde ich jetzt fast sagen. Für den fortgeschrittenen Biertrinker, nicht? So, und dann haben wir hier noch das gute und beliebte und legendäre, fast schon, würde ich sagen, Coors Light. Coors Light mit den Rocky Mountains hier drauf, nicht wahr? Steht auch hier Cold Lagered, Cold Filtered und Cold Packaged.
Das wird bei uns auch als Schankbier deklariert. Das entspricht nicht dem deutschen Reinheitsgebot. Denn hier ist drin Wasser, Gerstenmalz, Glukosesirup, also Zucker, Hefe und Hopfenextrakt. Und das ist mit 4,2% das alkoholschwächste, auch wenn es nur 0,1% weniger hat als das Milwaukee. Aber es ist trotzdem das alkoholschwächste. Und steht hier noch irgendwas drauf, was man wissen müsste? Da ist auch wieder so ein fetter Aufkleber drüber. Ist ja egal. Wollen wir mal schauen, wie das so runtergeht. Schmeckt auf jeden Fall am leichtesten von den dreien. Wenn man das jetzt böse nehmen wollen würde, würde man sagen, am nichtssagendsten. Aber es ist, trinkbar. Ist aber auch so ein Geschmack drin, den ich nicht genau zuordnen kann, der so im Abgang kurz kommt, noch schnell wieder geht. Der gesamte Geschmack geht sehr schnell. Ja, also ist jetzt auch schön kalt natürlich, kann man so wegsüppeln. Ja, schön eiskalt. Ja, machst du nichts verkehrt, wenn du darauf stehst, wenn du da Bock drauf hast oder wenn du das zu so einem Event wie dem Super Bowl halt mal so, dir sowas holen willst. Es ist auch von der Farbe her, also ich kann es nicht genau sehen, aber es ist auch sehr, sehr wässrig von der Farbe schon her. Aber Kohlensäure war es trotzdem. Sorry. Cold as the Rockies, steht hier drauf. Also, das muss man wirklich echt eiskalt trinken. Dann ist es, glaube ich, schön erfrischend, leicht, ganz leicht so wegzutrinken. Auch durstlöschend, kann ich mir vorstellen. Ja. Also, ja, warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Aber, wie gesagt, wenn man sich mal was Besonderes gönnen möchte, beziehungsweise etwas, was nicht so alltäglich ist, völlig in Ordnung. Für die Leute, die keinen Alkohol trinken möchten bei einer Super Bowl Party oder zwischendurch eine alkoholfreie Erfrischung brauchen, gibt es verschiedene Alternativen. Hier haben wir den klassischen Dr. Pepper oder die klassische Dr. Pepper Cola. Trinke ich sehr gerne, mag ich auf jeden Fall. Ist ein super Geschmack, auch nicht zu vergleichen mit anderen Cola-Limonaden. Hier jetzt in der Football Edition, weiß nicht, ob man das sehen kann hier, ne? Da ist diese Naht drauf und auch hier die Struktur ist so ein bisschen wie Football. Klassisches, dann haben wir hier noch, also das sind jetzt hier amerikanische, originalamerikanische, das hier ist aus dem deutschen Supermarkt. Das ist originalamerikanisch, das ist aus der Soda Shop Serie von Pepsi. Da ist das hier ein Cream Soda Cola, Cream Soda, also so Sahne Limo sozusagen, ja. Sahnegeschmack in Verbindung hier anscheinend mit Pepsi-Cola. Ich habe es noch nicht probiert. Ich mache das auch heute nicht auf. Das wäre zu viel. Das mache ich in einem gesonderten Video noch. Auf jeden Fall aus der Soda-Shop-Serie hier Cream Soda. Cream Soda mag ich normalerweise oder mag ich in der Regel sehr gerne. Hier haben wir die Original Vanilla Coke. Die gibt es natürlich bei uns auch, Vanilla Coke. Allerdings ist das hier das Original aus den USA. Da werde ich dann mal in einem gesonderten Video gucken, ob das denn einen Unterschied macht zur Cola, die wir hier in Europa dann kaufen können, beziehungsweise in Deutschland, die Cherry Coke. Und hier haben wir noch einen Dr. Pepper und Cream Soda. Das habe ich schon mal probiert. Das ist Bombe, kann ich nur sagen. Also das ist halt der Geschmack von Dr. Pepper mit dieser sahnigen Limonade zusammen in einem. Das ist, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren. Dr. Pepper und Cream Soda. Hier schön die Football Edition und hier die anderen Sachen, wenn man rankommt, wenn man es mal zu fassen kriegt. Warum nicht? Kann man machen. Was kann man noch auf so einer Super Bowl Party zu sich nehmen oder bei, wenn man sich das sowas anguckt? Natürlich kleine Snacks. Da habe ich hier eine ganz witzige Sache, das heißt Eat the Ball. Ja, das steht hier, Eat the Ball. Das gab es auch schon zum Beispiel als Fußball und so. Und es ist, ja, wer würde sich denken, es ist ein Brötchen. Ja, es ist ein Brötchen. Ja, ganz normal, wie man das kennt. Ja, schmeckt auch. Schmeckt auch genau so wie ein Brötchen.
Kann ich mir jetzt super vorstellen, in Verbindung hier mit Hot Dogs. Ja. Zack. Ist vielleicht ein bisschen zu dick für nur einen Hotdog. Also einmal halbieren, kleine Kerbe rein und dann schön so ein Hotdog. Ja, das steht hier jetzt auch nur zur Dekoration. Ich mache jetzt kein Hotdog-Glas auf, aber das kann man da auf jeden Fall noch zu reichen. Ist ganz witzig hier. Wenn man jetzt das aufs Buffet stellen will, würde ich sagen, wird es ein bisschen teuer. Hat, glaube ich, 69 Cent gekostet, das eine hier. Also wenn man sowas auf so ein Buffet stellt mit 10, 20 Stück. Hm. Aber kann man machen. Und schmeckt sehr gut. Nett frisch. Schön soft innen drin. Knusprig ist es nicht. Also es ist insgesamt soft. Hm. Man kann es auch ein bisschen toasten. Auf jeden Fall auch lecker. Jetzt muss ich eben erstmal kurz die Krone zur Seite. Die will jetzt nicht alles auf den Boden fehlen. Gerade noch gesaugt, Mensch. Naja, wieder alles dreckig machen hier. So. Kurz ein bisschen runterspülen mit Milwaukee's Best. Da kommt schon mal Stimmung auf. So. Was braucht man bei so einer Super Bowl Party noch? Snacks bzw. Chips. Klassisch. Lay's mit Barbecue-Flavor, ja, die klassischen Lay's-Chips. Barbecue ist so ein Flavor, der gehört zu Amerika dazu, ganz klar. Ein großes Barbecue-Land, der Pionier des Barbecue, würde ich sagen, wenn ich sogar Erfinder, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wahrscheinlich. Und haben wir hier jetzt mal Lay's, die schmecken beim Barbecue, denke ich mal so ein bisschen auch an dieses Rauchige, ne? Aus dem Smoker und so. Die hier sind so, man sieht das schon hier auf der Packung, das ist schon eher ein bisschen verwunderlich, da ist ein Spieß abgebildet, aber nur mit Zwiebeln, Tomaten und Paprika. Und genauso schmeckt das auch. Schmeckt hauptsächlich nach, nach Tomate, Hauch Zwiebel und Hauch Paprika. Vielleicht so ein bisschen so smoky oder Grillaroma, aber es schmeckt eigentlich mehr nach gegrilltem Gemüse, muss man sagen. Gut, gegrilltes Gemüse gehört auch zum Barbecue. Ist okay, kann man machen. Und jetzt habe ich hier drei Varianten von Hers Snacks. Und da habe ich einmal hier, Hers hatten wir ja schon mal in einem anderen Video, Snackregal, ne? Man erinnert sich, die fünf, die es geguckt haben. da hatte ich diese Peanut Butter Pretzels. So, und das ist jetzt hier Honey Cheese Flavored Curls. Also so Erdnussflips. Und ich habe die Tüte vorhin schon mal aufgeschnitten, damit ich das jetzt hier nicht wieder alles noch aufreißen muss und so. Und da ist mir schon etwas aufgefallen. Man sieht die Verpackung und normalerweise ist ja auf der Verpackung, solche Sachen sind oftmals größer abgebildet, als sie dann tatsächlich sind. Das werden wir gleich hier auch noch sehen. Aber hier, boah, guckt ihr das mal an hier. Guck mal hier, ne? Verpackung und Realität, riesig die Dinger. Oh, Alter. Boah. Das ist mal lecker. Boah, du hast sofort diesen richtig intensiven Käsegeschmack und dann kommt diese Süße am Ende, diese Honigsüße. Und dann isst du den zweiten. Die Honigsüße geht gerade, da kommt der Cheese schon wieder und dann kommt der Honig wieder. Boah, geil. Boah, richtig intensiv gewürzt. Richtig Flavor. Boah, geil. Richtig geil. Und sehr zart, so schmelzen so auf der Zunge weg. Boah. Die sind gut. Die sind gut. Wow. Entschuldigung. So. Ich könnte mir die Pfoten noch am Brötchen abwischen. So. Mache ich jetzt gleich noch. Dann habe ich ein bisschen gewürztes Brötchen am Ende. Aber irgendwie Hunger. So. Kurz spülen. Ja, weißt du was, wir trinken jetzt erstmal eine Dose leer. Da ist nicht mehr so viel drin.
So. Mhm. Jetzt geht's hier weiter. Ach komm. Das kann auch so. Liegen bleiben, ist egal. Hearth, Fire. Hearth, Heat, Hot. Steht hier. Was bedeutet das? Hier ist so ein Hotometer hinten drauf. Weiß nicht, ob man das sieht. Ja? Also hier gibt es verschiedene Snacks von mild über medium bis hot. Mild, Jalapeno, Flavor, Kettle Chips, Medium, Red Hot Potato Chips und Hot ist dann hier Fire Potato Chips und Chips Curls. Nee, Moment. Cheese Curls. So. Das hier sind also die Hot Chips. Knallrot hier auf der Packung. Und jetzt hier, sehen wir mal die Realität. Sieht jetzt nicht so knallrot aus, ne, wie da drauf. Also ist jetzt so ein bisschen teilweise, ja, gesprenkelt und sieht auch so ein bisschen mehr rosa aus. Aber heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Sollen wir mal gucken, wie sich das denn mit der Schärfe verhält. Also der erste Geschmack erstmal Salz und dann so ein bisschen so Chili und Pfeffer. Also Chili-Pfeffer, Aroma so. Ganz leicht das Brennen auf der Zunge. Aber nicht so viel. Also das geht noch. Ich kann bestimmt ein bisschen mehr von essen. Ja, also wenn man ein paar davon isst, kommt doch schon gut Schärfe. Ja, kann man durchaus sagen. Für jemanden, der es gar nicht scharf macht, ist es mit Sicherheit schon zu viel. Wenn man, sag ich mal, regulär Tabasco gut verträgt, kann man das auch vertragen, würde ich behaupten, ja. Sind wirklich ganz lecker, erfüllen halt das, was sie versprechen. Sehr scharf, also schön scharf, auch auf der Zungenspitze, merkt man es. Aber, ja, wonach schmecken sie eigentlich? Naja, sie schmecken halt nach Chilisauce, ne? So, Chilisauce, Salz, vielleicht im weitesten Sinne so ein bisschen nach Essig. Im weitesten Sinne ganz weit hinten. Ja. Sind in Ordnung, wer es scharf mag, alles cool. Jetzt aber, jetzt kommt's hart. Wir haben hier wieder Curls, also solche Flips wie da gerade. Aber jetzt hier, ihr habt es schon gesehen, Carolina Reaper. Das ist die schärfste Chilischote der Welt im Augenblick. Und das könnte doch bedeuten, dass das vielleicht ein bisschen heftig wird. Ist hier auch abgebildet, das ist sie. Ist so eine, nicht so eine lange, sondern so eine, ja, so eine kirschartige, ne? Also etwas rundlich. Carolina Reaper. Steht jetzt nichts großartig hinten drauf. Nur hier vorne. Choose your heat, extra hot. Ja. Nur mal kurz hier ein Stückchen Brot, um von Grad zu neutralisieren. Moment. Ja, Show-Effekt, ne? Guck mal, er kann nicht essen. Guck dir den Idioten an. Kriegt doch nicht mal viel Brot im Mund. Dislike. Nein, bitte nicht. Bitte den Daumen nach oben. Keiner mag mich, bitte den Daumen nach oben. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja. So, Carolina Reaper Clips, da bin ich mal gespannt. Riecht salzig und ein bisschen nach, weiß nicht, was ist das, ist da Käse drin? Cheese, ja, Cheese Curds. Ja. Schmeckt auch, oh,
schmeckt auf den ersten, wollte ich sagen, nach Käse, ja. Aber es hat genauso lange gedauert, bis ich diesen Satz angespannt habe. Da kam auch schon das Brennen. Hui! Das ist aber nochmal eine deutliche Steigerung zu dem da. Uiuiui. Boah. Auch im Hals spürt man es. Aber man hat trotzdem Bock auf mehr. Weil es so schöne Bestrafung ist. Es schmeckt nämlich geil. Aber also, boah. Okay, das ist. Boah. Oh. Boah, und dabei esse ich richtig, richtig gerne scharf. Ich esse auch sehr scharf, aber da laufen jetzt mir doch gerade die Säfte im Mund zusammen. So. Huiuiui. Wow. Hält, was es verspricht. Das ist wirklich richtig scharf. Junge. Ich traue mich gar nicht, meine Finger abzulecken. Macht man ja eigentlich auch nicht, ne? Ich schmier das nochmal hier in das Footballbrötchen. Oh, boah, aber ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen von dem Footballbrötchen. Jetzt natürlich nicht die Seite mit dem Spice hier, das ist da. Gut. Das ist nicht mehr so schön auch, ne? Boah. Also, an dieser Stelle ganz klare Warnung, wer nicht scharfes verträgt oder nicht sehr scharfes verträgt, Vorsicht. Da haut der erste Flip. Haut richtig rein schon. Sonst kommen wir hier wieder. Scheiße. Boah. Liebe Leute. Nicht schlecht. Brot hilft. Brot hilft zu neutralisieren. Boah. Eigentlich sollte man jetzt nichts danach trinken. Also eigentlich sollte ich jetzt Milch trinken oder so. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Also laufen zwar die Säfte im Mund, aber ich sterbe jetzt nicht dran. Aber ist gut. Oh. Er tut das jetzt auch richtig gut. Oh. So. Und zu guter Letzt auf einer ordentlichen Party. Na, ich schon gespuckt. Zu guter Letzt auf einer ordentlichen Party gehören natürlich auch Shots dazu. Die Amerikaner sagen Shots. Und da habe ich hier eine kleine Auswahl an, ja, teils legendären Getränken. Legendär, der Maker's Mark. Ein absoluter Kult, Bourbon in den USA. Jede Flasche wird wirklich von Hand versiegelt. Mit Wachs, da wird das dann in so ein Fass getunkt. Ich habe mal so ein Video davon gesehen. Ein legendärer Whisky, sehr zu empfehlen, wer Bourbon mag. Wirklich ein Spitzen-Bourbon. Mit 45% Volumen. Wirklich sehr, sehr geil. Entschuldigung. Dann haben wir hier einen Sky Wodka. Seit 1992 in San Francisco geboren. Amerikanischer Wodka, allerdings hergestellt unter Lizenz in Italien. Steht hier drauf. Ist auch geil, ne? Das ist das amerikanische Bier aus Ungarn. Und hier hast du einen amerikanischen Wodka aus Italien. Absolut in Ordnung, der Sky Wodka. Kann man sich als kalten Shot pur geben. Kann man zum Mischen auch sehr gut nehmen. Ist nicht zu teuer, ist nicht zu billig. Ist völlig in Ordnung, geht smooth runter. Also gar kein Problem, gar kein Ding, den nicht zu kaufen. Ich habe den jetzt im Elite-Supermarkt gekauft, also im Angebot war ein 10er gekostet. Machst da nichts falsch mit. Ja, kannst du alle klassischen Wodka-Drinks mit mixen. Kannst du Wodka-Tonic machen, kannst du Screwdriver mitmachen. Kannst du, ja, wenn du willst, einen Wodka-Martini mitmachen. Ja, wäre jetzt nicht meine erste Wahl für einen Wodka-Martini, aber kannst du machen. Ist völlig in Ordnung. Tut auch nicht weh bei dem Preis, den zu mischen mit irgendwas, was auch immer. Oder halt für einen Jelly Shot verwenden. Ne? Auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch
Bullet Bourbon Frontier Whiskey, ebenfalls mit 45%. Und das ist ein Whisky, den würde ich als Männer-Whisky bezeichnen. Das sage ich ganz ehrlich. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen, auch durch einen Männerfilm, nämlich den Stallone-Film Shootout. So ist der deutsche Titel. Amerikanischen Titel habe ich jetzt gerade nicht parat. Auf jeden Fall haben wir da Sylvester Stallone mit seinem Partner. Spielt, glaube ich, in New Orleans. Gegen den damals noch nicht so bekannten Jason Momoa. Aquaman, wenn ich mich nicht täusche. Ein Film von Walter Hill, der auch 48 Stunden gemacht hat mit Eddie Murphy und Nick Nolte und wieder 48 Stunden und Last Man Standing mit Bruce Willis und. Ja, ein legendärer Regisseur, den ich sehr schätze, und als ich diesen Film gesehen habe, hat die Produktplatzierung, das Product Placement hat bei mir voll funktioniert, denn Sylvester Stallone geht da in eine Bar und verlangt diesen Whisky und er trinkt den, glaube ich, zwei oder drei Mal in diesem Film, also wird das hier erwähnt. Hat bei mir gezogen, die Werbung, ich habe mir den besorgt. Also die jetzt ist nicht meine erste Flasche. Und zum Anlass hier habe ich mir den jetzt nochmal besorgt. Und das ist jetzt hier der Abschlussschluck für den heutigen Tag. Ein schönes Schlückchen Bourbon. Macht man nichts verkehrt mit diesem Whisky. Allerdings muss man aufpassen. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach eher ein Schlückchen für Männer. Und natürlich auch für Frauen, die es vertragen. Kein Bock auf Gendern. Jeder kann trinken, was er will. Auch das. Und weil der ist im Antrunk hart. Das ist ein harter Schluck und der brennt wie Sau auf der Zunge. Aber wenn er runter ist, dann dauert es einen Moment und dann kommen die Aromen vom Feinsten. Richtig schöne Bourbon, süße, vanillige Aromen, das typische Bourbon-Aroma, die meist süße. Einfach richtig klasse. Man muss halt nur die ersten 30 Sekunden schaffen. Dann hat man es geschafft. Ist wie in vielen Situationen im Leben. Prost. Wenn es mal so wäre, die ersten 30 Sekunden. Ne? Meistens brauchst du noch ein bisschen länger. Wenn du das durchhältst, dann hast du es geschafft. Aber gehört hier nicht her. Jetzt gerade das beschriebene Brennen auf der Zunge. Möchte man in dem Moment schon zum Drink an der Seite greifen, zur Cola oder zum Bier oder so, um das wegzuspülen. Aber da sage ich nein. Warten. Jetzt ist das Brennen fast weg. Jetzt kommt der Geschmack. Absolut zu empfehlen. Habe ich auch schon verwendet für Whisky Sour. Kommt auch richtig gut, meiner Meinung nach. Mir hat es geschmeckt. Ist halt klar dominierender Whisky, der Zitronensaft und der Zucker nicht platt kriegt und bleibt deutlich mehr Aroma, als wenn man einen anderen, noch günstigeren Bourbon nimmt. Also der hier ist auf jeden Fall super geeignet auch zum Mixen. Kann ich nur empfehlen. Ja. So, ja, das war's für heute. Wir hatten hier leckere Softgetränke, schöne Biere, Whisky, Footballbrötchen, Snacks, die richtig brennen oder auch nicht, einfach nur geil schmecken. Und ja, hier noch die Spirituosenabteilung, die ich natürlich jetzt nicht komplett vernichte, weil sonst ist Tilt. Das war's eigentlich für heute. Also, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Ansonsten genießt eure Zeit und genießt den Super Bowl, wenn ihr Bock drauf habt. Besorgt euch ein bisschen was Leckeres, muss ja nicht das sein, worauf ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, haut rein. Mmh.